mehrwöchigen Selbsttest teilnehmen. Ich möchte eine Diät machen. Lilian Tau habe ich eine Dr. Slim Diät zugeschickt bekommen und möchte die mal ausprobieren, wie das verläuft, wie das geht. Das Prinzip der Diät ist ziemlich einfach. Man braucht nur ein paar Tage lang dieses Trinkkonzentrat mit Wasser verdünnt zu trinken und dann bekommt man angeblich sämtliche Nährstoffe, die man braucht. Jedenfalls habe ich das heute schon ausprobiert und fühle mich nicht weniger fit und ganz gut drauf. Zu der großen Packung, die ich da bekommen habe, da sind auch so ein paar Flyer mit beigelegt, inklusive Rezeptheftern. Das sieht schon ganz gut aus. Das kleine Kochbuch, das braucht man dann ab dem zweiten, dritten, vierten Tag, dann, wenn man eben auch leichte Gerichte dazu essen soll. Lesen hier also, Dr. Slim ist ein wissenschaftlich entwickeltes Diätgetränk, welches den Hunger nimmt und dabei gut schmeckt. Dr. Slim versorgt den Körper also nicht mit Glucose, sondern mit Propan-1,2,3-Triol, welches die Leber zu Glucose umwandelt. Da das Gehirn dank Dr. Slim mit Energie versorgt ist, sendet es kein Hungersignal mehr aus. Ja, ich behaupte, das habe ich heute durchaus gemerkt. 30 ml von dem Dr. Slim-Konzentrat mit Trinkwasser auffüllen. Und das Ganze auf einen halben Liter und dann trinken. Das passt. Wer zu Dr. Slim wissen will, der bekommt dann hier auch so wissenschaftliche Grundlagen. Das ist jetzt ein bisschen zu viel, um es hier so per Video zu erklären. Dann machen wir doch jetzt einfach mal den Selbsttest. Er hat schon automatisch diesen kleinen Messbecher dabei. Da werde ich jetzt erstmal 30 ml abfüllen und dann in ein halb Liter Weißbierglas umwandeln. So gelb sieht dann also diese Lösung aus, ist ein bisschen urinfarben und ein bisschen glibberig. Wenn ich das dann in meinem Franziskaner Weißbierglas umfülle, dann sieht das Ganze so aus, etwas milchig-gelblich. Und im Selbstversuch sage ich mal Prost. Und ja, hat gut geschmeckt, ausgetrunken. Und da ist ein bisschen süßlich, fruchtig, aber nicht zu süß, nicht so pappsüß oder so. Und ich kann mir denken, dass so die ersten zwei Tage nur das zu trinken ganz schön anstrengend sein mag. Ich würde lieber raten, dazu ein paar Nüsse zu knabbern oder so. Nur das, auf jeden Fall Tee trinken, Wasser trinken, viel, viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Dann bin ich mal gespannt, wie das läuft. Die nächste Woche, 14 Tage vielleicht sogar, wie so lange das halt reicht. Und wie viel ich dann abnehme. Mein Ziel ist ja, meine Bierplauze wegzubekommen und wieder einen etwas angenehmeren Bauch zu bekommen, damit ich wieder ein paar schöne Hemden reinpasse. Jo, also, so viel soweit zum Dr.